Schiffchen. Yo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Days Gone. Ja, wir machen hier im Camp weiter. Ich bin schon mal nach Lost Lake gefahren und unterwegs ist auch nichts Spannendes passiert. Ich habe wieder zwei Fragezeichen gehabt, wo ich dann auf nichts gestoßen bin, also nichts gefunden habe und genau, gut. Dann würde ich mal sagen, werden wir mal gucken, dass wir die erste Quest hier triggern. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das ist. Und die scheint dort am Tor zu sein. Naja, wir haben ja auch noch für Ricky einen Job, ne? Und wir wollten zur Krankenschwester. Oder zur Ärztin. Das werden wir mal ganz als erstes machen. Addy. Hey, Deacon, wie kann ich dir helfen? Das ist Boozer. Ist er okay? Ist er nicht. Er ist nicht krank oder so, es ist nur... Tja, ich sagte dir ja, dass es eine große Umstellung wird. Hast du irgendwelche Pillen da? Antidepressiva oder sowas? Nein. Sorry. Okay. Warte. Ich weiß, was passiert ist. Wie er die Kerle verfolgt hat, die Hunde getötet haben. Ja, und das hätte uns beinahe selbst umgebracht. Tja, vielleicht ist das die Antwort. Dass er uns beinahe umgebracht hat? Also, was liebt William so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür riskiert? Er braucht nichts, um seinen Körper zu heilen. Er braucht etwas für seine Seele. Verstehe. Danke, Eddie. Etwas für seine Seele. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das hier in dem Aufgabenstrang hier weitergeht. So. Gut, es ist jetzt Tag. Das heißt, wir werden erstmal zu Ricky gehen und eventuell können wir ja erstmal den Job abschließen. Tudoc ist zurück. Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudoc scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, ich kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du willst Beweise? Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Okay, wir machen das. Wo müssen wir hin? Okay, das heißt... Wir müssen wahrscheinlich auch hinten raus. Gut, dann schauen wir uns das erstmal an. Wir müssen allerdings doch vorne raus. Ich weiß bloß nicht, ob wir dann die Hauptquest triggern, ne? Also, vor ein paar Monaten waren wir beim Crazy Willy. Hat funktioniert. Das nicht so. Deacon, bist du da? Ja, Addy. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Ein Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt
liegt am Santiam Highway, den zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh, ja, ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Das ist kein guter Hund hier, ne? Das ist ein böser Hund. Der beißt ja. So, dann sollten wir uns erstmal heilen und sollten mal gucken, ob wir alles so parat haben. Ja, der Basie ist leider kaputt gegangen in der letzten Folge, meine ich. Ja, hier können wir uns auch Gesundheitscocktails machen. Gut. Und Verbände herstellen. Brauchen wir nicht. Medikits haben wir noch zwei. Hier ist alles voll. Armbrustbolzen. Da habe ich unterwegs Zedernsetzlinge gesammelt, aber das reicht trotzdem noch nicht. Sind hier irgendwo welche? Erstmal looten wir den Wolf. Ah, Flash. So, aber hier ist erstmal nichts zu sehen, ne? Naja gut, vielleicht kommen wir damit aus. Wir haben ja auch noch unsere neue Knarre. Da haben wir jetzt auch einen Schalldämpfer oben. Ah, hier ist ich ein Zedernsetzling. Ich bin am Sägewerk. Das ist gut. Ich verfolge ihn. Sei vorsichtig, Deacon. Denk dran, da ist... Eine riesige verdammte Horde? Ja, ich werde dran denken. Danke, Deacon Ende. Okay, Tudok. Wo steckst du? Okay, der muss hier draußen irgendwo sein, ne? Oder wie, oder was? Ja, wir müssen hier bestimmt erstmal einen Hinweis finden und das haben wir hier. Und da gehen die Fußspuren lang. Hier ist aber nichts mehr zu sehen, ne? Ah, okay. Der ist hier durch. Ach! Nee, das sollte nicht passieren. Ah, das ist der nächste Hinweis. Aber erstmal will ich mir den Freaker holen hier. Was ist denn der jetzt? Komm schon, du Scheißkerl. Okay, ein Zelt. Was haben wir hier? Nero-Mitarbeiter? Ja. Eine Bierflasche. Was ist denn der Kunde? Da ist er. Tudok! Du kannst nicht entkommen, Bruder! Was ist denn der jetzt? Sind hier irgendwo Fußspuren? Dich kann ich brauchen.
Was ist er denn, verdammt? Da ist die Horde drinne. Drinne vielleicht. Ist der Penner? Gut, hier werde ich wohl nicht reingehen. Zumindest erstmal. Thank you.
Ja, vielleicht müssen wir die Horde erst vernichten, ne? Drinnen muss der irgendwo sein. Ja, ich werde schon richtig geschätzt haben, ne? Wir müssen erst die Horde platt machen. Oder der ist hier irgendwo auf dem Dach. Wenn ich die Konstruktion hier sehe. In der Hütte da drin, hä? Kann das eventuell möglich sein? Eieiei. Sind alle Anzeichen auf Horde. Also ich frage mich, wie sich der Typ da verstecken soll. Mit der Horde vorbereiten müssen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Denke ich. Gut, wir rennen dann hier lang. Da werden wir jetzt hier unsere Minen platzieren. Weiter. Dann hier durch. Und das war's.
Könnten wir da eigentlich was selber craften? Hier haben wir noch eine Mine. Gut, die können wir herstellen, ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, wenn die einer zündet, dann zündet die wahrscheinlich auch gleich die Tonne mit. Vielleicht sollten wir die anderen Wege auch gleich noch verminen, so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob ich die hier zum Fenster rauslocken kann. Ja, zur Tür kommen sie auf jeden Fall raus, ne? Hier kommen sie raus, wahrscheinlich. Genau. Vielleicht hier zum Fenster auf. So, mehr können wir aber jetzt nicht machen, oder? Doch. Guck an, eine noch. Gut, die werden wir mal hier hinlegen. So, und dann haben wir ja noch die Annäherungsmine. Tja, die Fernlenkbombe, weiß ich gar nicht. Muss ich die auch platzieren, oder? Mit G. Thank you.
da oben liegt er ja. Jetzt sehe ich's auch, ne? Gut, dann gibt ihr hier. Dieser Weg doch uns denn? Hier liegt er, ne? Da sind wir vorhin schön dran vorbeigesprungen. Also, jetzt wirst du nicht mehr versuchen, Menschenohren als Beute einzutauschen. Okay, gut, wieder viel schwieriger gedacht, als wie es eigentlich war, ne? Aber gut. Wir haben die Horde schon mal ein bisschen eingedämmt. Möchte die ganze Sache aber jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht gleich, vertiefen, ne? Ich glaube, wir haben auch einen Fähigkeitenpunkt, den wir noch vergeben können. Und bald haben wir schon wieder den nächsten. Da werden wir jetzt gleich nochmal gucken, ehe ich das wieder vergesse. Und dann fahren wir zurück. So, den Wolf hatte ich gelootet. Nach dem Fähigkeitenpunkt wollte ich gucken. Fertigkeiten. Ach, 3 Stück. Wahnsinn. Immer vergessen. So ist das, ne? Gut, hier haben wir jetzt 2 freigeschalten. Ah ja, das wollte ich haben hier, ne? Den Henker, die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen, fügt außerdem die Fähigkeit hinzu, beim Befreien aus einem Kampf schwere Freaker und große Tiere zu töten. Nummer 1. Gut, das nehmen wir auch. Die Abklingzeit von Konzentration wird verringert. Ja, komm. Dauerfeuer. So, dann haben wir alle 3 vergeben. Und wir fahren jetzt zurück. Fest oder was? Ach nee, hä? Irgendwie komisch, ne? Buggy. Das war ein bisschen buggy. Okay. Naja. Gut, das ist jetzt nichts allzu Besonderes gewesen, aber naja. Ist hier noch irgendwas? Vielleicht doch noch ein Stranger irgendwo? Nee, ne? Was soll der hier bei die Freaker auch? Da hätte er eh nicht überlebt, denke ich. Na gut.
zurück zum Moped und dann geht's weiter. Als Joe Haslin hörte, dass er zurück ist, war er außer sich. Ich bin so erleichtert. Ja, okay. Bis bald, Ricky. Sehr schön. Wie viele Leichen erledigt. Und bei Iron Mike sieht es nochmal besser aus hier. Mit Stufe 3. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Feierabend. Und dann gucken wir in der nächsten Folge auf die Quests. Genau. Gucken in der nächsten Folge auf die Quests. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ne? Ja, ich war ein bisschen verpeilt, hab den da auf dem Dach nicht gesehen, aber im Endeffekt haben wir noch gefunden. Haben die Horde ein bisschen dezimiert. Ich denke mal, die werden natürlich wieder dazukommen. Und ja, da haben wir schon mal das Ausmaß gesehen. Also da war ja die Horde in der Höhle nix dagegen. Und wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, Leute, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Like oder lasst ein Like für den guten Typen hier, der Gitarre spielt, ne? Und schöne Musik macht für uns. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Dann kannst du nichts Neues mehr verpassen. Kommentier natürlich auch sehr, sehr gerne mit allem, was dir so einfällt. Und wenn du die Glocke aktivierst, wirst du über jede Neuigkeit benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens. My empty heart stops beating, leaving me with no friends. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. Everybody keeps getting by while I sit here. I keep getting high. How can I do this to myself? I can't look in the mirror in my own fucking house. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight. And I don't really love me, but baby, you're killing me. And I don't really wanna be alone tonight, but when you're around, all we do is fight.
Ja, schönes Lied, ne? Also dann, Leute, bis zur nächsten Folge und ciao.